So, Leute, klackern, klackern. Beim Motor starten mache ich jetzt natürlich nicht. Ich habe auch schon die Schrauben raus. Und zwar auf der Kupplungsseite hier. Ich habe euch schon mal die Schrauben rausgenommen. Was kann das Klackern sein? Also ich habe gedacht, erst Ausrücklager, Kupplungsschaden oder sonstiges. Nein, ich habe mich erkundigt. Und zwar, wenn man den ganzen Burschen jetzt hier aufmacht, vorsichtig aufmachen. Jetzt wehrt er sich. Warum wehrt er sich jetzt? Das sieht so schraddelig aus, weil ich da einen Kupplungsschutz vorhatte aus Carbon. Der kommt da gleich auch wieder vor. Deswegen, der Rest sind die Klebereste quasi davon. Warum wehrt er sich denn jetzt so dieser? Guck sie doch mal raus jetzt. Zack, da haben wir ihn. Das hier ist die Kupplungs. Dichtung, die sollte neu gemacht werden danach. Und hier ist nämlich auch schon der Übeltäter. Seht ihr hier diese Schleifspuren? Und guck mal hier. Der Bursche ist nämlich lose. Und diese Schleifspuren sieht man auch, und das macht auch dieses scheiß Geräusch an diesen Kupplungsdeckel hier. Da sieht man nämlich auch diese Schleifspuren. Jetzt brauchen wir theoretisch nichts anderes zu machen, als den Burschen rauszunehmen. Guck mal, wie locker das Ding ist. Hier Schraubensicherung drauf machen und dann mit 24 bis 31 Newtonmeter den Burschen wieder reinschrauben. Aber das können wir auch mal eben machen hier. Loctite ist immer eine gute Sache. Suzuki sagt irgendwie 21 bis 24 bis 31 Newtonmeter sollte man verwenden, sollte man es festziehen. Daran werden wir uns natürlich halten. Ich drehe das jetzt hier fürs Video einfach nur mal eben grob vor und werde das dann gleich vernünftig wieder festmachen. Kleine Knarre 10er Nuss. Da haben wir den Burschen jetzt nämlich schon wieder drinnen hier. Und glaubt mir das, Leute, ich hätte Mensch, Ausrücklager. das Ausrücklager gewechselt. Mein Sohn guckt und findet dieses Video. So, Hand warm, ziehe ich gleich nochmal alles nach. Und dann ist gut. So, jetzt Deckel wieder drauf. Schlawutz. Schrauben wieder rein. Motor starten, Spaß haben. So, also, guckt mal in anderen Videos. Klickst ein Abo, wenn du mal gerne gesehen hast. Ciao, ciao, goodbye.